Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass ich die anderen Banditen jetzt nicht gescannt habe, abgesehen davon, dass sie sowieso sofort abgehauen sind. Also, selbst wenn ich sie hätte scannen wollen, wären sie ja weg gewesen in der nächsten Runde. Ich laufe mit Sicherheit auch an irgendwelchen optionalen Gegnern mal vorbei. Also, ich lege da auch jetzt nicht so den größten Wert drauf, alle gescannt zu haben. Genauso wenig, wie ich nicht den größten Wert drauf lege, jeden NPC zu scannen. Deswegen alles gut. Weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen. Weiter komme ich eh nicht. Der nächste Kampf wird mein letzter sein. Ein bisschen traurig bin ich schon, aber so ist das nun mal. Du gefällst mir, also vergiss den alten Marono nicht. Marono klingt fast wie Maronus, wie könnte ich dich vergessen? Wen kriege ich denn diesmal? Ich habe nie gesagt, dass ich 100% mache. Ich habe, glaube ich, von Anfang an gesagt, ich nehme das mit, was auf meinem Weg liegt. Seien es jetzt Sidequests oder Gegner, optionale Kämpfe und so weiter. Und was halt nicht auf meinem Weg liegt. Oder wo ich keinen Bock drauf habe, wie den Duellkerker, das mache ich nicht. Das habe ich von vornherein so gesagt. Sollte keinen überraschen, dass ich keine 100% mache. Abgesehen davon, dass ich sowieso kein 100% Spieler bin. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertrau dem Partner, für den du dich schon am Anfang entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Aber ich weiß, du wirst es schaffen. Okay. Dann behalten wir einfach Gumbrena, würde ich sagen, zum Scannen. Bombe, der Kampf beginnt. Folge mich! Wir sollten dir noch mal ein paar andere NPCs geben und nicht nur den einen. Die sehen so witzig aus. Der Harthelm. So, wir haben die stolze Spezialeinheit, die Hypersteine. Hyper, hyper! Den schlagen wir im Handumdrehen. Aber ihr habt keine Hände. Let's fight! Was passiert eigentlich, wenn ich versuche, sie zu wechseln? Würde das potenziell überhaupt gehen? Ja. Oh. Aber dann würdest du im nächsten Kampf halt nicht weiterkommen. Ja, gut. Der Hyperkahl. Okay. Das ist ein Hyperkahl. Ein Steinmonster genauso wie Kirk und Karl Kirk. Wenn sie sich aufladen, bringt ihr nächster Angriff sogar 8 Schadenspunkte. Gut, dass ich mich hier nicht treffen lassen muss. Hyperkals haben zwar nur wenig KP, aber dafür sind sie hart und immun gegen Feuer. Am besten greifst du sie wohl mit Items an, bevor sie sich aufladen. Oder mit Erdbeben? Und mit Erdbeben. Am besten laden sie alle auf, dann haben sie jetzt, können sie hier nichts machen. Oder du drehst sie auf dem Kopf. Das sieht voll witzig aus. Gut, Kumbrina kann, glaube ich, sowieso nichts machen, oder? Wobei. Glaub nicht, dass sich deren Verteidigung verringert. Doch. Oh, okay. Da sind sie also quasi wie Koopas. Ja. Na dann. Also wie gesagt, dass es hier so Bedingungen gibt, finde ich ganz cool, aber dieses nimm dreimal Schaden ist schon etwas ätzend. Yay! Das war ein Kinderspiel. Was macht eigentlich der Typ, wenn Erstliga- und Zweitligakämpfe parallel laufen? Der kann sich doch nicht aufteilen. Der ist einfach immer da. Vielleicht laufen die einfach nicht parallel. Oder er hat noch einen Zwillingsbruder. So, ich bin schon bei 12 angekommen. Ja. Und Eibert ist auch noch da. Yay! Eibert! Aber diesmal hat mich mein Cooper-Freund nicht angelabert, weil er sich zurückgezogen hat. Das ist schon ein bisschen traurig. Keine Ahnung, ob die nur eine Arena haben. Maybe. Da haben zumindest zwei Eingänge für die Arena. Hey Bomber, wie geht es dir? Achso, immer noch die 7 Mysterien. Nein. Okay. Also macht da nichts Neues. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass die wichtig sind in irgendeiner Form, weil gerade die Toilette sogar zweimal erwähnt wurde. Aber mal gucken. Aber ich meine, gut, deswegen sind wahrscheinlich auch zwei Speicherpunkte. Einer quasi hier bei der zweiten und einer bei der ersten Liga vielleicht, dass man nicht so weit laufen muss. Kampf! So, mein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 11. Du kämpfst gegen die Bomber aus Majora's Mask.
Ich hasse diese Bedingung. Wie es einfach immer wieder kommt. Wie oft muss ich jetzt schon Schaden nehmen? Papa, der Kampf beginnt, folge mir! Ich bin schon dabei. Ali, ich spül dich gleich die Toilette runter, wenn du weiterhin sowas schreibst. Du bist einfach zu gut, deswegen musst du wahrscheinlich Schaden nehmen. Ja. Die hochexplosiven Bomber. Die werden mit Sicherheit wehtun. Let's fight. Okay. Das wird witzig. Das ist ein Bob-Bomb. Bob-Bombs sind im Kampf sehr temperamentvoll. 4, 2 und 1. Nehmen sie Schaden, werden Bob-Bombs sehr ärgerlich. So ärgerlich, dass sie vor deinen Augen explodieren. Der Schaden ist hier enorm. Wenn sie sauer sind, explodieren sie sehr schnell. Dann besser nicht springen. Hammer- und Panzerattacken oder Angriffe mit Items sind eine kluge Idee. Ich frage mich nur, wie die Bob-Bombs Kämpfe gewinnen, wenn sie sofort explodieren. Ja, das fragen wir uns alle. Hiya! It's me, Mario. Eins. Wir sind schnell. Zwei. Drei. Ja. Vier. Das war geplant. So. Reicht der normale Hammer? Ich glaube nicht. Ich meine, der macht nämlich nur einen Schaden. Oder halt eben zwei. Was passiert hier gerade alles? Du hast den Bomb einfach vernichtet. Okay. Und Bingo habe ich auch noch geschafft. Achso, dein Attack ist daneben gegangen, weil er verwirrt ist. Es tut schon ein bisschen weh. Boah. Time. If you want. So. Autsch. Okay. Das war ein bisschen viel Schaden. Warum sind die auch alle auf Gumbrina gegangen? Weil sie vorne steht. Das fand ich gemein. Du hättest ja wieder wechseln können. Es ist wirklich immer so, dass der attackiert wird, der vorne steht, weil manchmal rennen die irgendwie auch dran vorbei. Also ich glaube, so bei Attacken, die halt direkt gehen und nicht durch die Luft, ist es immer der, der vorne steht. Okay. Wenn jetzt jemand wirft oder aus der Luft angegriffen kommt, dann kann es auch den hinteren treffen. Wie halt bei dir, wenn du springst, kannst du auch hinten angreifen. Wenn du mit dem Hammer angreifst, geht es nach vorne. Ja, gut. Ja, ist okay, Leute. Müsst euch jetzt nicht aufregen, weil ich mich einmal vertan habe. Also, ne? Ist klar, dass das nicht so schlau war mit dem Erdbeben, weil die dann explosiver wurde und mehr Schaden gemacht haben und Gumbrina nicht mehr viel KP hatte. Das ist mir schon bewusst. Ihr müsst jetzt nicht schreiben, das war nicht so klug, das war nicht so clever, das war voll die Verschwendung. Kommt nicht so gut, ne? Du brauchst den doch eh nicht. Das kommt halt immer super negativ rüber. Ich meine ganz ehrlich, mit Punkt, Punkt, Punkt am Ende klingt halt immer sehr passiv-aggressiv und freundlich. Wenn es nicht so gemeint ist, dann passt auf, wie es schreibt. Wie gesagt, dass es dumm war, ist mir klar. Das ist auch okay, wenn er das schreibt, von wegen, ah ja, da hättest du besser aufpassen müssen. Guckt halt nur, wie es schreibt. Gerade Paper Mario bin ich da sehr empfindlich, weil ich da schon viel lesen durfte, was nicht so nett war. So. Er hat sich wohl überanstrengt. Wer hat sich überanstrengt? Marono. Ich finde es traurig, dass er nicht mehr da ist. Oh, aber wir haben einen neuen Freund bekommen. Das hier ist deine Garderobe. Du beginnst in der zweiten Liga und wenn es dir nicht gefällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Sagt ihr immer das Gleiche? Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich an diesem Computer. Was würde denn eigentlich passieren, wenn Gumbrina oder irgendein anderer Partner K.O. geht, aber ich keine Lebenspilze mehr habe. Ist der Kampf dann vorbei oder kann ich dann ohne Partner weiterkämpfen? Denk mal, du musst ohne weiterkämpfen.
Ist die ein Roboter? Die sagt immer das Gleiche. Euer heißt Flap. Doch er hat keine Auflagen. Einen dreifachen Salto. Na gut. Das ist echt gruselig. Dass die einfach genau das Gleiche jedem erzählen. Dass du keine Dreifach-Saltos machen. Ja. Salti machen musst. Ich kann meinen Partner quasi austauschen, wenn der K.O. ist. Das ist ziemlich praktisch. Nett, euch kennenzulernen. Und Spiel dachte sich so, ach, der Kampf ist vorbei, erstmal Lebenspilz benutzen. Weil ich dachte jetzt echt so, okay, Gumrina ist jetzt K.O., okay, Kampf vorbei. Und dann so, nein, Lebenspilz. Okay. Well. Aber kann ich Falkenheim auch potenziell verlassen? Ich denke mal. Ist das ein Problem? Also sonst würde ich mir eben einen neuen kaufen gehen. Habe ich überhaupt genug Geld dafür? Wie viel kostet der? 50? Potenziell. Ich mach erstmal noch ein bisschen weiter. Ja, aber mein Lebenspilz. Mach erstmal weiter. Oh. Irgendwie klingt das so, als würde ich irgendwann sowieso nochmal aus Falkenheim rausgehen und es wäre irgendwie voll verschwendet, jetzt rauszugehen. Das weiß ich nicht. Na gut. Ja. Aber jetzt müsste doch eigentlich dann der Aufstiegskampf kommen, oder nicht? Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Ich kämpfe gegen die Stahlbrüder. Okay. Aber wie suche ich eigentlich immer in allen Kämpfen, sei es jetzt diese komischen kleinen Banditen oder die Bomben, die Auflage, mich treffen zu lassen? Das ist einfach richtig mies. So. Ich trete zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Ach so, Plätze 20 bis 11 sind quasi zweite Liga und 10 bis 1 sind erste Liga. Ah, ich dachte, die hatten jeweils 20. Ah. Ich glaube, das wären echt ein paar viele Kämpfe, die wir machen müssen. Enttäusch mich nicht, gib dein Bestes. Mindestens eine Schaueinlage. Bislang hatten wir Schaueinlage, keine Items, Partner nicht wechseln, Schaden nehmen und Sternenattacke. Sind ja verschiedene Sachen. Ja. Ah, ich hab dir ja schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. Okay. Echt, war die geflickte Wand in der ersten Liga? Sag dir in der zweiten. Weiß gar nicht, in welcher die war. Egal. Der hat sicher irgendwas erwähnt, aber... Die anderen Räume werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwann mal uns angucken können. So, kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomba Luigi, derzeit auf Rang 11, versucht erbittert, in die Erstliga aufzusteigen. In unsere Chance, die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder. Begrüßen wir nun den bärtigen Barbaren, Bomba Luigi. Du bist aufgestiegen, jetzt bist du der bärtige Barbar. Ja. Ich habe sogar ein paar Fans im Publikum. Das finde ich ganz schön. Mataimon, danke schön für 5 Monate Treue. So, wie ist deine heutige Kondition? Super! Okay, an Motivation fehlt es ihm scheinbar nicht. Wir warten! Gibt's ihnen! Fiese Stacheln! Bedrohliche Gegner. Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch, ein Wurm, Plankton. Oder ein Pantoffeltierchen, wie du solltest zu Hause bei seinen Videospielen bleiben. Und du Spross einer Gnomin, Wurzelzwerg und Staubkorn. Immer da, wo es weh tut. Und so weiter und so fort. Du wirst es nicht noch einmal wagen, uns herauszufordern. Aus dir Milchbad machen wir Hackfleisch mit Püree. Ich hatte heute schon Hack. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler, hast du kapiert? Wieso werde ich hier nur beleidigt? Das ist richtig gemein. Aber ja, ihr seid unbesiegbar. Dann gucken wir doch mal.
Okay, ich habe nichts gesehen. Let's fight. Ich glaube, die wollen mich umbringen. Ich weiß aber nicht, wie ich drauf komme. Wir müssen gewinnen. Sichert uns einen Platz in der ersten Liga. Wir müssen alles geben. Keine Chance. Wir werden schon sehen, wer der Chef im Ring ist. So. Nee, Moment, da wollte ich gar nicht hin. So, ein Stahlkirk. 6, 4 und Verteidigung. Unbekannt! Was soll das? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach. Also sollen wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Fliehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das sind doch die gleichen. Auch wenn sie unterschiedliche Schuhe haben. Okay. Ich möchte nur mal gucken, was potenziell passiert. Absolut nichts. Nein, du bist die lahm. Okay. Draufspringen ist ja auch nicht so die Option. Machen wir erstmal unsere Show-Einlage. Hallo, ich bin Mario. Oh. Warten wir mal kurz eine Runde. Eine Idee habe ich, aber die gefällt mir gar nicht. Ha. Nice gekontert. Ja, aber kontern funktioniert auch nicht. Das war eigentlich meine Idee, dass ich sie auskontern muss. Aber kontern hat halt auch nichts gebracht. Was bringt denn dann was gegen die? Sternattacke? Probier's aus. Ha. Das war echt gut. Ja. Zeigen sich immer noch unbeeindruckt. Mhm. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was ich gegen die machen soll. Und Brina hat dir Tipps gegeben? Ja, sie sagte, die aneinander stoßen, aber was soll ich denn da machen? Oder fliehen. Fliehen ist doch doof. Es ist echt so ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, weil Hammer funktioniert nicht, dann funktioniert Erdbeben auch nicht, Sternenergie funktioniert nicht, Items habe ich keine, Gumbrina kann nichts machen, Koopa kann wahrscheinlich nichts machen. Ich könnte sie wegblasen mit Erona. Aber ich glaube nicht, dass sie sich bewegen. Um ehrlich zu sein. Oh. Habe ich noch irgendeine andere Möglichkeit? Wie gesagt, Erona kann halt potenziell Gegner aus dem Kampf wehen, aber ob das so die Lösung ist? Echt einfach nur abhauen? Jetzt ohne da groß an Backstage zu gehen, aber ich sag mal, das wird vielleicht einen Sinn haben, warum Gumbrina das gesagt hat. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt ja alles ausprobiert, das hat ja nichts funktioniert. Ja. Kannst du mal versuchen. Ansonsten kann ich den Kampf ja einfach dann nochmal machen danach. Gucken wir mal. Wenn jetzt da hinten in dem kleinen blauen genug gelandet wärst, ne? Ja. Vielleicht muss ich hier sogar verlieren. Einfach aus Lore-Gründen. Hast du es kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen ja jederzeit zur Verfügung. Aber lern erstmal zu kämpfen, bevor du wiederkommst. Und kriegst sogar noch Geld. Yay. Trostpreis. Oh, ich bleibe auf dem Rang. Irgendwann wird sich jetzt ja wohl melden. Hä? Wo ist denn eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken.
Eibert? Ob Eibert, also geschlüpfter Eibert, uns da vielleicht helfen kann in dem Kampf? Nach dem Motto, du kannst halt nicht weiterkommen an der Stelle, weil du deinen passenden Partner noch nicht hast? Hey, Leute! Oh! Ein kleiner Yoshi! Ist das mal im Ei geschlüpft? Der ist blau! Der hat voll die schöne Farbe! Da hast du aber gerade so noch Glück gehabt. Mach mal erstmal weiter, ich erklär's dir gleich. Hä? Er kann scheinbar eine andere Farbe haben? Die Farbe ist festgelegt. Und zwar je nach... Also ich kann's dir jetzt eben fix erklären. Ja, weil der Chat ist gleich eh spoilern. Ab dem Punkt, wo du das Ei zu dir nimmst, bis zu dem Punkt, wo du gegen die Kirks verlierst und er dich anspricht, ändert sich die Farbe quasi zwischen 6 verschiedenen. Okay. Und zwar je nachdem halt, wie das ist. Es geht, glaube ich... Jetzt muss ich kurz nochmal gucken... 7 verschiedene. Der kann grün mit einer orangenen Windel sein, rot mit einer schwarzen, blau mit einer hellblauen, was du halt hast, orange mit einer hellgrün, das wäre das nächste gewesen, pink mit einer roten, schwarz mit einer grauen oder hellblau mit einer weißen Windel. Okay. Und das ist immer halt, das geht halt quasi immer so alle paar Minuten durch und wechselt dann nach 20 Minuten wieder von vorne. Und du hast jetzt, ich habe jetzt auf die Uhr geguckt, 30 Minuten ab dem Punkt gebraucht und ich glaube bei 31 wäre er orange geworden. Deswegen hast du auch gesagt, ich soll nicht zurückgehen. So hast du gerade so noch den blauen bekommen. Weil ich dachte mir, du willst wahrscheinlich eher den blauen als den orangenen haben. Das stimmt. Deswegen hast du mir gesagt, ich soll nicht einkaufen gehen, damit das zeitlich noch passt. Deswegen hast du auch darauf bestanden, aus dem Kampf zu fliehen an der Stelle. Es war schon echt knapp. Also du hast prinzipiell, glaube ich, 2 Minuten Zeit, den blauen zu bekommen. In dem ganzen Zeitfenster. Jo. Aber es ist prinzipiell egal. Ja, es ist nur die Farbe. Ja, es ist wirklich nur die Farbe. Aber es ist cool, dass man halt wirklich verschiedene Yoshis haben kann. Falls du dir die anderen mal angucken willst, so werden die anderen aussehen. Das wäre sonst deiner gewesen. Nee, der orangefarbene ist echt der hässlichste. Der rosane mit seiner Schmalzlocke ist auch nicht besser. Nein. Oder der weiße da hinten oder hellblau. Also ich glaube, du hast doch mit einem der besten bekommen. Ich glaube, ich habe echt den besten erwischt. Und lass mich raten, das ist das, was mir vor einiger Zeit mal jemand mitteilen wollte, der dann mit dem Wachdienst gesprochen hat und der Wachdienst gesagt hat, er soll es mir nicht sagen, weil es nicht so wichtig ist. Ja, das ist rein kosmetisch. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand hat gemeint, er hätte halt irgendwie was für mich, aber weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist. Mhm. Und da meinte Jan auch, es wäre halt nur was Kosmetisches und es wäre nicht so wichtig und deswegen waren sich alle einig, mir das nicht zu sagen. Also wenn man genau weiß, wann welche kommt und weiß, wie lange die ganzen Sachen dauert, kann man ja natürlich auf eine bestimmte Farbe genau abzielen. Ja gut, aber dann finde ich es auch besser, dass mir das nicht gesagt wurde, weil ich glaube, sonst hätte ich mich irgendwie gehetzt nach dem Motto, oh nein, ich muss jetzt den Yoshi und so kriegen. Dann war es, glaube ich, echt besser. Aber ich glaube, du bist mit deiner Farbe sehr zufrieden. Ja, doch. Also ich wollte sowieso gerne einen Yoshi haben und blau ist sowieso super. Und das ist also Bomba. Ohne dich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel. Echt danke. Hä? Du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Details interessieren jetzt nicht. Wichtig ist doch... Ihr wollt also Champion werden und das Sternjuwel bekommen, richtig? Ich habe alles gehört, als ich noch in diesem Ei war. Und weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen um mich. Hä? Wie ich heiße? Ach so, naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben, aber einen coolen, klar?